Wisst ihr denn, machen wir heute. Das ist auch so doof, wenn ich das mache. Ich will eigentlich. Eigentlich möchte ich in der Story jetzt auch irgendwann mal weiterkommen. Das triggert mich auch, dass wir jetzt hier uns auch im Kreise bewegen, weil jetzt wieder was anderes fehlt und. Aber ist mir egal. Nee, das ist so mein. Da hüpft er jetzt mein. Da ist jetzt so wieder. Ja, klar, eigentlich kann man jetzt sagen, ja, dann macht. Ja, genau, das habe ich auch gerade gedacht. Warum mache ich dann nicht weiter? Und dann da habe ich mir gerade so gedacht, so. Nee, mein innerer Monk sagt mir jetzt aber. Nee, jetzt hast du so oft diese Rüstung gefarmt. Dieses blöde Donnervieh so oft getötet. Jetzt möchte ich auch diese blöde Rüstung haben. Für die blöde Rüstung muss ich jetzt aber für den Paolumo jagen. Und dann triggert mein inneren Monk, dass ich den Kirin dann später für Julia nochmal machen muss. Aber das mache ich dann wirklich erst später. Jetzt hole ich die Rüstung für mich. Dann machen wir die beiden Dinger da und dann machen wir den nochmal. Aber ich möchte jetzt diese blöde Rüstung von ihm haben. Jetzt aufpassen, dass ich ihn nicht wieder töte. Weil ich glaube, dass wenn man die nicht tötet, dass man dann mehr Belohnung bekommt. Ich weiß es aber nicht genau. Tatsache. Ich glaube. Wir machen dann heute. Wir machen heute in der Story auf jeden Fall noch weiter. Leuchtfliegen? Wie das denn mit dem Weg gleitet? So, und jetzt nicht wieder töten. Wenn ich so spiele wie eben, muss ich ungefähr bei 2 Stunden Streamzeit aufpassen. Obwohl ich diesmal, glaube ich, mehr rumfuchtel. Du machst ja keine Arschbombe. Jetzt machst du sie, war ja klar. Und natürlich bin ich gleich erstmal so ein bisschen am Strangeln hier.
sabbert er den jetzt schon? So viel Schaden habe ich noch gar nicht gemacht. Nee, meine Schuhe brauche ich nicht. Need your Panzer. Your Panzer, your Panzer, your Panzer is what I need. Da wollen wir mal gucken. Guten Tag. Oh, der Tsitsiyaku ist auch hier. Kannst du nicht bitte nicht weglaufen? Hey du, kannst du mir nicht helfen? Hallo? Ja, genau, damit. Genau das meinte ich. Dankeschön. Es ist noch nichts gebrochen, also kann ich noch drauf rumhauen oder nicht? Dankeschön, dass du mich wieder wach gemacht hast. Ja, ich versuche hier tatsächlich jetzt gerade, so blöd es klingt, ein bisschen auf defensiver zu gehen. Weil ich ihn dieses Mal auf gar keinen Fall erledigen möchte. Das Viech. Weil es wäre nämlich sehr schön, wenn ich diesmal die beiden Panzer bekomme. Übrigens kannst du mich mal eben hauen. Danke. Aber wenn er keinen Lebensbalken hat, ne, ich kann immer total schlecht einschätzen, wie viel Leben dieses Ding jetzt noch hat, ja? Also ich weiß zum Beispiel, auf der Karte wird der jetzt hier noch nicht als... Noch, hat er noch keinen Totenkopf als Symbol. Zum Beispiel.
Aber das heißt ja jetzt nicht, dass er nur eine halbe Stunde durchhält hier. So, jetzt lasse ich ihn erst wieder aufstehen. Auch wenn das vielleicht doof ist, aber... Wie das von mir verfolgte Monster wird das Gebiet bald verlassen. So, aber genau das will ich ja, dass er hier humpelnd herläuft. Tschüssi, ich komme hinterher. Sofern meine Fliegen mir den Weg weisen. Warum brauche ich diesen blöden Panzer von dem? Das ist so das... Ah. Und dann habe ich ihn auch nur... Julian, warum musst du diese blöde Rüstung auch haben? Können. Es wäre so viel einfacher, wenn du die einfach nicht hättest. Kurz warten, damit er auch schläft. Hallo. Verarschen, oder? Aber die ist da jetzt, bis da jemand drin war, oder? Kannst du nicht mal... So. Sehr schön. Jetzt brauche ich zweimal den Panzer, bitte. Komm. Spiel, du bist gnädig. Sonst töte ich halt nochmal einen. Das dauert ja nur 11 Minuten oder so. Ja, Julia, guten Hunger dir erstmal. 12 Minuten. Fester Knochen. Panzer. Panzer! Gut, damit hat der Paulumo erstmal wieder Ruhe. Ich habe endlich die Kirin-Rüstung, beziehungsweise das Kirin-Set. Und kann mich jetzt... Okay, Partnerin. Ich habe hier Quests für den Feuerwüvern und den gehörnten Wüvern für dich. Ja, da kümmere ich mich jetzt als nächstes drum. Oh, und dann endlich mal in der Story weitermachen ein bisschen. So. Aufzug zur Schmiede, ja. Ausrüstung schmieden, bitte. Ja, Rüstung.
mir auch noch irgendwann besorgen hier. Puh, endlich habe ich's. Ja, ich möchte es ausrüsten. Ausrüstung in deinen Jäger. Aus dem Helm wird... Jetzt Jakob Paulumo. Warum habe ich den zweimal? Du musst mich doch verarschen, oder? Nee, 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 den habe ich auch hier. Definitiv. Ach so. Der ist auf der anderen Seite, okay. Ja, hier dann wahrscheinlich auch, ne? So. Jetzt möchte ich zu den Sets gehen. Und dieses Set auch einmal speichern. Sehr, sehr schön. Julian, komm mit. Wir gehen jetzt auf Jagd von, ich weiß noch nicht genau was, Tatsache. Machen wir erst Raphaelos oder machen wir erst Diabolos? Die müssen wir anfangen, ne? Kennen tue ich natürlich beide schon. Da ist jetzt nur die Frage, welchen von beiden möchte ich bekämpfen? Pass auf. Ich möchte eine Quest bekannt machen jetzt, richtig? Eine Aufgabenquest. Und ich würde sagen, weil von unten nach oben dann immer dann abgeschlossen ist, fangen wir mit dem Diabolos an. Let's go. Ja, wir nehmen mal das zentrale Lager. Warum nicht? Wir benutzen einfach mal einen Gutschein. Schaden tut's auf jeden Fall nicht. Wetten, von denen muss ich auch einen fangen für die... Hauptsache die Quest ist schon... erfüllt, ne? Wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt die Quest abbreche, ist es dann immer noch ein Haken dran? Also meine, ich mach's natürlich nicht, aber rein theoretisch stimmt, dann müsste ja der Haken danach dahinter, ne? Ja, lass mich mal aufspießen hier. Wird ja vermutlich nicht einfacher, ne? Ja, Förderplatz nehme ich mit.
Gut, Lichtkristall, das ist gut.